Let's go. Endlich sehen wir aus wie eine richtige Waise. So, sobald wir 90 erreicht haben, entfachen sie ihr volles Potenzial. Habe ich richtig verstanden, ne? So, unter Freunden. Jetzt wird es noch ein paar Quests geben, wo wir mit allen so ein bisschen quatschen. Und danach wird es wahrscheinlich in die Endquest gehen. Morgen früh werden wir kein Final Fantasy zocken können. Morgen früh wird es Genshin Impact geben und World of Warships. Denn morgen Abend wird einfach was habe ich jetzt schon wieder falsch abgebogen? Morgen früh wird gepatcht. Auf Final Fantasy. Versteht sie doch. Die sehen schon deutlich besser aus, tatsächlich. Hey. Verstehe ich nicht. Wieso hat das jetzt hier oben hingezeigt? Muss nach unten. So, ab ins Café. Wir setzen uns aber jetzt zumindest mal hin, ne? Ich saß doch schon. Ich saß, habe ihr angesprochen und bin aufgestanden. Hat überhaupt keinen Sinn. Nun erzähl schon, was wollte Tataru eigentlich von dir? Was für eine schöne Überraschung. Unsere Tataru ist einfach die Beste. Tataru, sie hat schon recht. Wenn man zurückblickt, haben wir verdammt viel gemeinsam durchgemacht. Und dabei auch mindestens genauso viel erreicht. Mhm. Stimmt. Es kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor, dass uns das Schicksal mit dem weisen Louisois zusammenführte. Es folgte die Gründung des Bundes, der erste Schritt auf unserer langen Reise. Doch je mehr wir auf unseren Abenteuern erleben, desto bewusster wird mir, wie wenig ich eigentlich über diese Welt weiß. Weise Worte. Als ich meine Studien in dieser Stadt begann, beendete ich wahre Weisheit in Reichweite meiner wissbegierigen Hände. Doch in Wirklichkeit hatte ich lediglich die erste Seite einer gewaltigen Enzyklopädie aufgeschlagen. Jede neue Bekanntschaft
Jedes Treffen eröffnet uns neue Türen und erweitert unseren Horizont. Selbst von unseren bittersten Widersachern konnten wir etwas lernen. Und ehe wir uns versehen, führt uns unser Weg an den Rand des Universums selbst. Ultima Thule und die Endsängerin. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was uns dort erwartet. Egal was es ist, wir dürfen nicht scheitern. Das habe ich Menphilia geschworen. Solange die Erderpatronen reißen. Nein. Wir nennen hier alle gerade unser Freund. Er ist mein Freund. Er ist genauso geschockt wie ich. Ach nichts. Ich bin nur immer wieder aufs Neue überrascht, wie sehr wir uns verändert haben. Wie sehr uns unsere Erfahrungen zusammenschweißen. Gemeinsam sind wir weiter. Oh, wie geil. Guckt euch das mal an. Werden wir auch zusammen bescheiden. Schenkel. Das Leben geht weiter. Das ist es, woran wir alle glauben, was uns eint. Pizza. Und wenn Sandwich. Wir sind, müssen wir uns ernsthafte Gedanken machen, was Burrito. Wir gewonnen in Zukunft anfangen wollen. Muffin. Und ein geiler Kuchen. Primae haben wir im Griff. Der Spuk der Ashians ist beendet. Das mag wie ein Traum erscheinen, aber endlich ist der Frieden zwischen den Völkern in greifbare Nähe gerückt. Das erste Mal ziehen alle an einem Strang. Ja, wir sind auf dem besten Wege, die lang gehegten Ziele des Bundes zu verwirklichen. Und es wird auch Zeit. Die Morgenröte kann nicht auf ewig der Retter in der Not sein. Gerade jetzt, wo wir endlich alle dazu gebracht haben, zueinander zu finden. Irgendwie habe ich mir nie Gedanken über das danach gemacht. Aber selbst wenn man meine Dienste beim Bund nicht mehr benötigt, glaube ich nicht, dass sich mein Leben groß ändern wird. Ich werde immer das tun, was ich am besten kann. Die Welt bereisen und jedem meine Hilfe anbieten, der sie braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Du bist wie immer ganz der Pragmatiker, mein Freund. Aber auch ich glaube, dass dieses Gestirn noch viel Potenzial bietet, um meinen Horizont zu erweitern. Absolut. Von daher hoffe ich, dass ich mich dir anschließen kann, Tancred. Ich fürchte, ich habe mich einfach zu sehr an unsere gemeinsamen Missionen gewöhnt. Mit all den wundervollen Charaden und geheimen Investigationen. Gerne. Aber zieh dir mal etwas Unauffälligeres an. Man riecht bei dir immer malmenweit gegen den Wind, dass du was im Schilde führst. Was ist eigentlich mit dir, Ishtola? Irgendwelche Pläne? Tja, mein Wille, die Wunder der Welt zu ergründen, ist ungebrochen. Ich frage mich jedoch, wie sich Heidelins Abwesenheit auf den ersten Splitter auswirkt. Daher würde ich wohl nach einem Weg suchen, dorthin zurückzukehren. Mhm. Außerdem habe ich ein Versprechen einzulösen. Wenn ich Begleitung brauche, nehme ich euch vielleicht sogar mit. Du willst doch sicher auch Rine besuchen. Ob sie ohne deine väterlichen Ratschläge überhaupt zurechtkommt? Danke, Dist. Ishtola, bitte. Und was ist mit dir? Was hast du im Sinn, wenn der Bund seine Aufgaben erfüllt hat? Tja, irgendwas anderes retten. Verzeiht die Verspätung. Hier ist eure bestellte Erfrischung. Ah, dann lasst uns noch einmal anstoßen, meine Freunde. Auf jeden Fall eine ganz coole Atmosphäre geschaffen, so.
Auf unseren Sieg! Auf die besten Reisegefährten! Und auf die Zukunft des Gestirns! Prost! Schön. So schön. So, wo muss man hin? Da hoch. So, schauen wir mal eine Runde. Nanu? Die beiden waren noch voller Energie, als sie losgezogen sind, um für unsere Reise ins Sternenmeer allerlei magische Tricks zu recherchieren. Aber wenn ich mit genauso viel Eifer auf die Suche nach Büchern losgezogen wäre, würde ich wohl jetzt direkt neben den beiden liegen. Wie oft habe ich schon dir und den beiden hinterhergeschaut, als ihr euch ins Abenteuer gestürzt habt. Immer stolz, immer ein wenig neidisch. Und ja, manchmal auch mit Sorge. Ich denke immerzu daran, wie viel ihr und die anderen für das Glück und den Frieden der Welt aufgegeben habt. Aber was ist mit eurem Glück? Ich wünschte, dass auch ihr einfach mal die Freuden des Alltags oder wenigstens eine Nacht unbeschwerten Schlafs genießen könntet. Das wäre super. Das versuche ich schon seit vier Add-ons. Nicht des Kampfes höher schlagen, sondern beim Erkunden exotischer Städte. Dass ihr endlich eine Heimat findet, in der keine Schlachten mehr geschlagen werden müssen. Dieses Leben hat noch so viel zu bieten. Ihr habt auch ein Recht, dieses Glück gemeinsam mit euren Freunden zu erfahren. Deshalb versprich mir, dass du niemals die Hoffnung auf dein eigenes Glück aufgeben wirst, egal wie steinig der Weg auch sein mag. Denn dieses Gefühl, dieser Wunsch, ist wohl das Erste, was wir
wir im Angesicht einer großen Schlacht vergessen. Doch gleichzeitig ist es unsere größte Stärke in der Stunde der Not. Deshalb verliere nie, niemals die Hoffnung. Mach ich nicht. Was machst du denn hier? Ich beim Schlafen beobachten. Wieso? Wie lange habe ich geschlafen? Offensichtlich nicht lang genug. Ihr habt wohl die ganze Bibliothek leer gelesen, was? Oh, kann durchaus sein. Kein Wort. Wehe, du verrätst davon auch nur ein Sterbenswörtchen. Ich warne dich. Nur wenn du versprichst, das nächste Mal in deinem eigenen Bett zu schlafen. Wer die Welt retten will, sollte besser gut erholt sein. Warum hat die mich jetzt so angefahren? Da fällt mir auf, was macht ihr beiden überhaupt hier? Ich war gerade auf dem Weg, um ein paar Bücher im Numenon zurückzugeben. Wer weiß schließlich, wann ich das nächste Mal dazu komme. Und was ist mit dir? Ich wollte euch nur beim Schlafen zugucken. Okay. Wir müssen da hoch. Anwesen der Livieur. Guck mal, jetzt sehe ich aus wie er. Er hat genau das gleiche Gewand an, ne? Oh, was machst du denn hier? Guck auch so, die zwei Sachen da. Du machst dir Sorgen, dass bei uns wieder der Familiensegen schief hängt, was? Keine Sorge, hier ist alles in bester Ordnung. In den Briefen an meine Eltern habe ich mehr als einmal Estinien erwähnt. Naja, da wollte Mutter ihn unbedingt kennenlernen. Zum Glück konnten wir noch kurzfristig ein Treffen organisieren. Du hättest ruhig etwas früher auftauchen können. Kaffeekränzchen sind nicht wirklich mein Ding. Wirklich? Also für meine Begriffe hast du dich verdammt gut geschlagen. Meine Mutter schien jedenfalls hellauf begeistert. Ja, mag sein. Ich bevorzuge ja immer noch die Ruhe einer kuganischen Schenke. Aber wenn mich die knauserige Kassenwartin des Bundes mit einem Mettkrug in der Hand erwischen würde, müsste ich mir sicher wieder irgendeinen Vortrag anhören. Da habe ich mich breitschlagen lassen. Entschuldige, mir war nicht klar, dass dir das so ein Gräuel sein würde. Ich dachte nur, dass ich meiner Mutter den Wunsch erfülle, bevor wir losziehen. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass wir von dieser Mission nicht zurückkehren werden. Und doch, wenn ich an die Apokalypse und unsere Mission denke, dann möchte ich wenigstens die Zeit nutzen, die mir bleibt. Das Ende ist nah und das gilt für uns alle. Warum nicht die Stunden mit jenen teilen, die uns nahestehen? Ja.
Hab ich doch. Und das haben wir auch getan. Außerdem hatte ich ohnehin nichts Besseres vor. Du und deine Mutter, euch verbindet eine besondere Wärme. Um ehrlich zu sein, hätte ich das in einem Haus eures Standes nicht erwartet. Es fühlte sich irgendwie vertraut an. Ich bin dankbar, dass ich daran teilhaben durfte. Estanien! Also gut, genug geredet. Wollen wir dann? Einen Moment noch. Dankeschön. Seit ich dieses Haus verließ, habe ich viele Fehler gemacht. Fehler, die sich vielleicht nie wieder gut machen lassen. Heute stehe ich erneut kurz davor, mich auf eine Reise ins Ungewisse zu begeben. Aber dieses Mal weiß ich Freunde an meiner Seite. Ich danke euch. Das bedeutet mir mehr, als ich je zum Ausdruck bringen könnte. Oh je, habe ich vielleicht etwas zu dick aufgetragen? Ja. Nein, ich sollte dir danken. Ohne dich wäre ich heute wohl nicht mehr am Leben. Und die Macht Nitox wäre vergangen, ohne etwas Gutes in der Welt zu bewirken. Danke. Ja, das ist es. Das ist es. Ja, das, man merkt jetzt, dass es so langsam Richtung Ende geht. Nochmal so viele Quests, wo man quasi nochmal ein bisschen was erlebt so. Viel sieht und so. So, wir müssen da viel interagiert mit den Figuren. Let's go! Unter Freunden, Leute, abgeschlossen. Jetzt kommt noch eine Cutscene. Die schneiden wir in das Video mit rein. Der Typ, ne? Warum solltest du dich auf diesen Kampf mit mir einlassen? Eben. Kein Grund. Hast du gehofft zu finden, als du mit mir damals die Klingen gekreuzt hast? Dein Tod. Was war es, das dich so brennend an mir interessiert hat? Der Typ hat doch echt einen Fetisch, oder?
Der Auftakt zum Finale. Wie oft schon hat das Schicksal uns so wie heute zusammengeführt. Und wie oft schon haben wir uns gemeinsam beraten, um mit Herz und Verstand dem Feind die Stirn zu bieten. Mehr als wir zählen können, so viel steht fest. Die Zeiten des Sonnenwindes liegen lange zurück und wir sind weit gekommen. Damals hatten wir nicht den Hauch einer Ahnung, was unsere Reise uns bringen würde. Es dauerte nicht lange und unser Erfolg führte uns in den Sonnenstein. In seinen vertrauten Gemäuern hat uns so manches Trübsal ereilt. Gleichermaßen konnten wir dort allerdings auch große Triumphe feiern. Dabei war es nicht die einzige Station auf unserer langen Reise. Im Sonnenschnee von Camp Drachenkopf fanden wir genauso Unterschlupf wie im Anwesen der Fontons. Wir hatten immer Glück, dass wir auf unseren Reisen Leute getroffen haben, die uns freundlich gesonnen waren. Selbst in Kugane. Wer hätte gedacht, dass die Händler des Ostaldenath-Handelshauses zu unseren Verbündeten werden würden? Nicht zu vergessen die langen Tage im okularen Kristarium, wo wir allen Gefahren getrotzt und das schier Unmögliche möglich gemacht haben. Und so finden wir uns nun hier wieder, fest entschlossen, der ultimativen Herausforderung die Stirn zu bieten. Aber hallo. Der Rat der Philosophen hat soeben gemeldet, dass der Sprungantrieb installiert und die Arche zum Abflug bereit ist. Die Loporit werden das Sternenschiff steuern und an den Rand des Universums nach Ultima Thule bringen. Ihr, die 8 Auserwählten vom Bund der Morgenröte, seid die einzigen Passagiere und habt nur eine Mission. Die Welt retten. Was sonst? Ist das ein Ohrring? Theon, die Bringerin der Apokalypse, ausfindig zu machen und zu bezwingen. Bevor ihr auf diese Mission aufbrecht, hat der Rat der Philosophen darum gebeten, euch noch einmal im Labyrinthos zu sprechen. Man möchte sich vergewissern, dass keiner von euch Zweifel hegt und sich alle der Tragweite dieser Aufgabe bewusst sind. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich verstehe. Dann erlaubt mir, euch noch eines mit auf den Weg zu geben. Hab euch lieb. Ihr müsst siegen. Diese Worte mögen für jeden von euch eine andere Tragweite, ein anderes Gewicht haben. Für den einen mag es bedeuten, den Weltuntergang abzuwenden. Ein anderer sehnt sich nach der sicheren Heimkehr. Und wieder ein anderer trägt vielleicht Motive in seinem Herzen, die nur er nachvollziehen kann. Aber ich vertraue jedem Einzelnen von euch.
Ich weiß, dass ihr bereit seid, alles zu geben. Die Bewohner dieser Welt werden von der Hoffnung auf den Sieg geeint. Deshalb müsst ihr siegen. Jawohl. Gehen wir. Taru guckt immer so traurig. Einen Moment noch. Wenn ich dürfte. Krila hat eigentlich schon alles gesagt. Aber als Rezeptionistin des Bundes möchte ich noch eine Bitte aussprechen. Kommt bitte alle wieder heil nach Hause. Ich bin mir nicht sicher, ob das was wird, ey. Ich hoffe, es opfert sich keiner. Das kann natürlich auch passieren, ne? Okay, Leute. Das war's für den Stream. Wir werden bald das Finale von Final Fantasy sehen. In der nächsten Folge. Ich denke mal, Donnerstagmorgen werden wir das zu Ende zocken. Gut. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen. Und wir sehen uns aller spätestens Donnerstagmorgen. Bis die Tage. Und ciao.